Es kann wieder weitergehen hier im Pixel Shop. Willkommen zurück. Wir machen auch sofort den Laden auf. Wir haben nicht noch vieles, vieles vor. In der letzten Folge hatten wir hier ein paar Veränderungen gemacht. Ein paar Beete sind dazugekommen. Wir wollen hier gerne hier in der Ecke einen kleinen Raum erschaffen, wo wir ja unsere ganzen Regale reinpacken können. Unsere Lagerregale. Wird gekauft. Kommt schon. Lavendel. Ja. Haben wir in keinen... Das müssen wir erstmal gucken. Denn der Typ ist da. Wir müssen gleich erstmal gucken, ob wir irgendwo Lavendel auch in... einen Regal haben. So, wir kaufen jetzt erstmal Holz. Zange, Schmerzsalbe. Nee. Käse, wie sieht's aus? Ja, vielleicht nochmal zwei Käse kaufen. So. Wir brauchen unbedingt mehr Regale. Wir bräuchten unbedingt Liebestränke mal wieder, ne? Können wir gar nicht machen, weil wir gar kein Lavendel haben. Aha, da war ja was. Wir haben gar kein Lavendel. Nee, Lederschuhe habe ich nicht. Fleisch, ja, haben wir gekauft. Bohnen haben wir. Fleisch. Nein, Lederschuhe habe ich nicht. Leder. Oh, hier gibt es Leder zu kaufen, aber ist nicht so... Nicht so der gute Preis. Wir kaufen einfach mal 10, ja. Holzschuhe, Torf. Torf haben wir noch. Wolle. Wir haben noch 3. Dann kommen, dann holen wir noch mal 7 dazu. So, jetzt machen wir erstmal Lederschuhe. Endlich können wir mal wieder Schuhe herstellen. Wie sieht das denn mit Handschuhen aus? Haben wir noch 2? Wert von 15 und verkaufen für 29, okay. Das hört sich nach viel an. Schlafmittel haben wir doch in den Regalen, oder nicht? Aha, jetzt. Ach, der Tag ist schon wieder zu Ende, okay. Wir haben mittlerweile Frühling. Wir bräuchten mal wieder Zangen und Mistgabeln. Und Tränke bräuchten wir auch noch. So von jedem etwas wieder, ne? So. Schlafmittel bräuchten wir auch. 3200 haben wir. Schön. Na komm, wir machen sofort... Ach nee, erstmal gehen wir in den Garten. Was bräuchten wir denn noch? Mehr oder weniger beides, ne? Haben wir schon Lavendel? Ah, hier, das können wir hier nochmal dazu sehen. Blaubeeren, Kartoffeln. Achso, erstmal können wir alles gießen. Hier wächst Lavendel. Dann bräuchten wir noch Lavendelsamen. Oh Mann. Ach so, nee, das ist... Aha. Nee, den bewahren wir uns jetzt auf. Wir machen jetzt erstmal den Laden auf. Stellen nochmal ein paar Werkzeuge her. Hiervon brauchen wir mindestens 2. Und hiervon machen wir auch mal 2. Mehr Eisen haben wir auch schon wieder nicht.
Okay, wir machen dann vielleicht noch ein Hufeisen. So, wer stört uns hier? Ne, noch keiner da, okay. So, ein Tränke wollte ich noch machen, ne? Aber es ist immer noch kein Lavendel da. Vielleicht kaufen wir gleich ein wenig Lavendel nach. Da kommt der Typ nämlich schon. Wir haben nämlich keine Liebestränke mehr. Lavendel, guck mal. Davon kaufen wir erstmal die 6. Hustensaft haben wir noch. Hat er auch irgendwelche... Ah, die kaufen wir auch nochmal. Ah, wir verkaufen echt gut gerade. So. Dreimal Liebestrank. Wir können den für 36 verkaufen. So, Leder haben wir noch 5, aber wir kaufen da nochmal mindestens 5 dazu. Kamille, Brot, Blaubeersamen. Nee. Obwohl Schuhe. Nee, haben wir noch 3. Okay, dann lassen wir das so. Kamille. Guck mal hier, was er hier noch so verkauft. Keine Samen verkauft er. Ah doch. Zweimal Lavendelsamen. Die kommen ja hier hin, ne? Ja, die sehen wir dann gleich auch da aus. Oh mein Gott, Kamille wird Mangelware hier. Blumenkohl, Lavendelsamen, Liebestränke. Können wir hier kein Schnäppchen machen? Vielleicht so eine Mistgabel nochmal. Schlafmittel. Ja, komm. Das holen wir auch nochmal. Kurz vor Ausverkauf hier. Eine Tagesbilanz von 393, okay. Kamille. Brauchen wir denn Kamillesamen? Genau, das schaue ich auch nochmal. Kamillesamen. So, erstmal Lavendel. Da haben wir jetzt ein komplettes Feld von. Das ist Kartoffel, das ist Getreide. Aber Getreide brauchen wir doch gar nicht so viel, oder? Sehr schön, endlich mal wieder Kamille. Im Lager 6 Stück. Ich würde sagen, wir machen hier nochmal so ein Feld hier. Wo ist da so ein Küchengarten? Da ist der Küchengarten. Und dann setzen wir hier schon mal die Artischocken rein.
So, das wird unser neues Artischockenfeld. Brauchen wir Blumenkohl? Ja, komm, wir wollen nachher noch was kochen. Das wird das neue Blumenkohlfeld. Dann haben wir noch Fleisch, 4 Stück, okay, denn wir brauchen noch mehr Fleischeintöpfe. Machen wir 3 Stück von. Was habe ich denn jetzt für Tränke gemacht? Schlafmittel habe ich gemacht, ne? Aber die sind schon alle drin. Aha, okay, wir machen nochmal auf. Ich denke mal noch 1-2 Tage und dann fangen wir mal mit unserem neuen Raum an. Es wäre natürlich cool, wenn wir... Ach ja, hier sind Bohnen. Wir machen nachher noch ein neues Bohnenfeld, legen wir da an. Wir dürfen nicht vergessen, Äpfel zu kaufen. Eisen müssen wir noch kaufen. Mhm, aber das ist schlechter Preis, ne? Äpfel. Oh, Äpfel ist guter Preis, da holen wir mal 5 oder 10. Aha, wir haben die... Mhm. Kartoffeln, Hemd, Holz. Ach, am liebsten würde ich einfach alles kaufen von denen, ne? Blumenkohlsamen. Ja, kaufen wir einen. Ah, nein, Artischocken wollte ich kaufen. Und keine Blumenkohl. Ach nee, doch, hier vorne war noch. Ah, doch, habe ich doch nicht verkehrt gemacht. Sehr gut. Nägel? Nee. Ah, da ist er wieder. Heiltränke. Mhm. Spargelsamen, Bohnen. Bohnensamen bräuchten wir, glaube ich, noch, ne? War der letzte Kunde. Wir haben jetzt 4093. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie weit wir damit hinkommen. Mm-hmm-hmm. Hemd haben wir gar nicht mehr. Okay. Stellen wir 5 her. Und schon wieder keine Wolle. Stiefel.
Camilla. Man müsste echt ein riesen Lager haben. Okay, einen Tag machen wir noch. Heute ist der Tag des Königs. Deine Kunden wollen schicke Kleider kaufen und haben ein größeres Budget. Oh. Ja. Wollen Kleider kaufen. Aber ich sehe gar keine. Keine, doch, da, Wolle. Hm. Bitte bestellen mal 5 Wolle. Aber noch haben wir ja alles da. Warum sind die Leute alle in Orange hier? Trägt man das so am Tag des Königs? Orangene Kleidung? Glaube ich nicht. Fleisch, das habe ich ja. Stiefel haben wir denn? Fleisch, okay. Davon haben wir nicht mehr allzu viel. Holen wir mal 4 Fleisch an Topf. Schuhe, Wolle. Können wir nochmal 5 kaufen. Wir bräuchten echt noch so einen Gemüseschrank hier. Wir brauchen mehr Platz für Gemüse. Und wir müssten Gemüseeintopf und Gemüsesuppe noch machen. Oh, der musste zu lange warten. Heiltrank, Blaubeere, Schlafmittel, Heiltrank. Gemüsetopf. Nee, den stellen wir selber her. Holz. Haben wir gesagt, haben wir noch ein bisschen. Also Eisen ist immer gut, ne? Eisen kann man wirklich immer gebrauchen. So, hiervon möchte ich mindestens, komm, mal 4 herstellen. 4 Nägel. Davon müssen wir auch noch ein paar herstellen. Okay. Haben wir gemacht. Was möchte er denn haben hier? Holzschuhe. Nein. Nägel haben wir gerade frisch gemacht. Die könnten noch warm sein. Oh, jetzt habe ich den Laden wieder zugemacht, ne? Achso, ich wollte tatsächlich eine Runde kochen, ne? Kann ich gar nicht. Weil wir schon wieder keine Kartoffeln haben. Aha, okay. Kamille bräuchten wir aber auch, ne? Ich doch gar nicht. Egal, wir machen jetzt erstmal hier raus ein Bohnenfeld. Das haben wir getan. Hier raus machen wir ein Kartoffelfeld. Nein, du kommst raus.
So. Eins, zwei. Komm, wir machen nochmal. Aber können nur noch zwei. Warum? Ah, die Kartoffeln sind schon wieder leer. Küche. Küche müssen wir auch noch herstellen. Falscher Tisch. Da können wir gar nicht, ne? Weil hierfür brauchen wir Bohnen, ja. Und Käse haben wir auch. Ah, wir haben nur zwei im Regal. Müssen wir wieder eine Ladung Käse kaufen. Ein Turnier. Ein Turnier wird in der Nähe veranstaltet. Mehr Kunden werden auftauchen. Werkzeuge werden häufiger nachgefragt und die Preise steigen. Schwerter werden sehr wertvoll. Schwerter? Das höre ich zum ersten Mal. Mhm. 4.500. Alle in Orange hier. Holzschuhe, nein, leider nicht. Aha. Oh, Käse ist ein Angebot. Dann kaufen wir doch mal 10 Stück. Was haben wir noch im Angebot hier? Bohnensamen. Haben wir echt keine Kartoffeln, ne? Ah, den möchte ich noch abreißen hier vorne. Ein Hemd, ja, den kann er haben. Äpfel haben wir jetzt, ja. Stiefel. Mache ich noch mal Eisen kaufen? Ja. Dann machen wir noch mal was. Zwei davon. Da. Nägel vielleicht. So, das war's. Vielleicht noch eine Zange hinterher. Noch eine. Und noch ein Hufeisen. Liebestränke brauchen wir. Achso, ja, Husten darf dann halt noch, ne? Kamille. Wie weit ist unser Kamille? Oder wir müssten mittlerweile zwei Kamillefelder anlegen. Ah, Lavendel. Aber ich denke mal, wenn ich den ernte, wird unser Lager voll. Ja. So, auf geht's. Hä? Oh. Ich habe die Leute ganz schön lange warten lassen hier, ne? Ich dachte, der Laden wäre schon die ganze Zeit zu gewesen. Ups. Das tut mir aber leid. Okay. Nein, davon haben wir drei. Hemd, komm. Wir müssen ein paar Hemden herstellen. Ja, ein paar Schuhe. Ah.
ein paar Holzschuhe machen wir auch. Ach, Handschuhe. Stimmt. Jetzt haben wir aber echt reichlich hergestellt. Haferbrei bräuchten wir noch. Mhm. Und das ist auf jeden Fall unsere Baumarktabteilung hier. Ein bisschen essen müssen wir noch. Und zwar Brot. Ja, Brot brauchen wir. Hm, was haben wir denn da? Einmal Blumenkohl. Ein paar Bohnen. Das war's schon. Okay, wir haben 5034. Wir gehen jetzt nochmal schauen, dass wir hier diesen Raum bauen können. So, wie war das? Welche Fliesen wollte ich denn haben? Glatte Steine vielleicht. Aha, 4585. Dann machen wir noch eine Tür rein, am besten eine, die man abschließen kann. Und ich würde sagen, die machen wir nicht hier vorne hin, die machen wir hier zur Seite. Hä? So, 4500. Oha, ja. Over ja, over ja. Ja. Für Kunden aufschließen. Nee, nee, für Kunden darf der nicht zugänglich sein, der Raum, ne? Dann nehmen wir uns mal so ein Regal. So ein Schrank, meine ich. Das ist nicht ein Lagerregal. Hm. Ja, wie machen wir das am schlausten? Ich möchte natürlich so viel reinmachen, wie geht. So, Nummer 1. Ich will immer diese Tür aufschließen, damit ich da reinkomme. Aber die ist, für uns ist die immer auf. Jetzt haben wir auch noch 449 Silber. Das ganze Silber ist weg. Unglaublich. Nee, ne? Es passen einfach in so einen kleinen Raum keine zwei Regale hintereinander. Nee. So, nee, das gefällt mir nicht. Der muss irgendwie näher ran hier. Aha. Hm. Hier kann noch einer hin. Vielleicht muss noch irgendwie in der Mitte, ne? In der Mitte muss auch noch ein paar Regale hin. Ansonsten kommen wir mit unserem Platz gar nicht zurecht. Mit einem probieren wir das noch. Mhm.
Sehr schön. Unser Lagerraum ist ja soweit fertig, würde ich sagen. Aber wir sind wieder pleite. Das ärgert mich. Wir machen auf jeden Fall in der nächsten Folge weiter. Dann werden wir ja doch diesen Schrank noch umsetzen, den Raum ein wenig kleiner machen und auf ganz, ganz viel Geld hoffen. Denn ich möchte ja gerne den Raum nach dahin ja gewaltig vergrößern. Aber das machen wir erst in der nächsten Folge. Also, wenn ihr mögt, sehen wir uns da wieder. Und ja, wenn es euch gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben da lassen. Über einen Kommentar würde ich mich auch freuen, sowie ein Abo, falls noch nicht passiert. Und ich lade euch auf jeden Fall auf meinen Discord-Server ein. Ihr könnt gerne dazu stoßen. Einige von uns sind schon da auf unserem Discord-Server. Würde mich freuen, wenn noch mehr dazukommen würden. Ansonsten, ja, sehen wir uns natürlich wieder. Ja, gesund bleiben und so. Lasst euch nicht ärgern. Bis dahin, bye bye.